Hallo Freunde, willkommen zurück zum Adventskalender. Wir machen heute das letzte Türchen auf. Jawohl, es ist soweit und ich nehme das tatsächlich am Heiligabend auf. Dementsprechend wird das wahrscheinlich ein sehr kurzes Video. Es gibt noch viel zu tun. Wir gucken uns heute mal Astroneer an. Das ist ein flammneues Spiel, das kam jetzt erst im Dezember raus. Und wie ihr hier seht, ist das noch eine Pre-Alpha-Version. Also es ist alles andere als ein fertiges Spiel. Es ist nicht optimiert in irgendwelchen Hinsichten. Es läuft auf meinem aktuellen Setup auch sehr, sehr ruckelig. Dementsprechend möchte ich das auch eher kurz halten. Und ich hatte, aus Gründen, die ich schon erklärt habe, relativ wenig Zeit, mir das Spiel in aller Tiefe anzuschauen. Ich muss mich allerdings auch als allererstes bedanken bei Big Bamboo, der mir das auf Steam geschenkt hat. Das hier habe ich mir nicht selbst gekauft. Ich wusste gar nicht, dass das rauskommt oder irgendwas, bis ich plötzlich eine Nachricht hatte, dass er mir das geschenkt hat. An der Stelle also nochmal vielen, vielen Dank dafür. Ganz, ganz tolles Geschenk. Und ich werde da auch immer wieder mal reinschauen, um zu gucken, wie sich das alles entwickelt. Wenn ich allerdings andere vergleichbare Spiele dazu anschaue, vom Thema her einigermaßen ähnlich, würde ich sagen, ist Space Engineers. Das war jetzt viele Jahre lang in der Alpha. Ich glaube, inzwischen sind sie in der Beta. So ein Entwicklungsprozess dauert einfach ewig lang. Besonders, wenn man nur wenig Ressourcen hat, kleines Studio oder irgendwas. Dann rechnet man einfach nicht damit, dass das Spiel nächstes Jahr fertig wird. Also rechnet auch bitte nicht damit, dass ich dann jetzt im Januar, im Februar und so weiter jeden Monat ein Video zu dem Spiel rausbringe. Aber ich werde hin und wieder mal reinschauen und euch einigermaßen auf dem Laufenden halten. Ich würde sagen, das war jetzt erstmal eine Menge Blabla und wir schauen einfach mal, was es ist und wie es funktioniert. Wir können am Anfang hier erstmal nur einen Charakter auswählen. Ich würde mir als erstes zum Beispiel wünschen, dass man im Hauptmenü die Möglichkeit hat, die Optionen einzustellen, das Spiel zu verlassen. All das geht im Hauptmenü hier oben nicht. Und ihr merkt jetzt schon, das ist arg ruckelig, weil einfach alles versucht wird zu berechnen, zu simulieren. Und das ist sollte eigentlich alles eine flüssige Bewegung sein. Aber da das noch nicht mal im Alpha-Stadium ist, nichts optimiert ist und auch mein Rechner nicht der leistungsfähigste, dementsprechend haben wir gerade leider eine Dia-Show. Das wird aber besser, wenn wir auf der Oberfläche sind. Ich wage es im Moment nicht, die Kamera zu bewegen, aber jetzt wird es deutlich besser. Okay, wir haben unsere Rettungskapsel hier nach unten genommen. Wir haben jetzt die Möglichkeit, quasi auszusteigen. Da würden wir dann landen. Und wir sehen schon, wir können hier an die Rettungskapsel Module ranbasteln. Dafür brauchen wir aber Rohstoffe. Wir können uns mit den, ich sag mal, üblichen Tasten bewegen. Wir sehen einen Lichtkegel, wo wir hinschauen. Das kann ich mit der Maus bewegen. Ich kann die Kamera bewegen. Und wir haben ein Geländewerkzeug, damit können wir Gelände gestalten. Im Moment habe ich aber nur rausgekriegt, wie ich Gelände absenken kann. Und das wird gleichzeitig auch dazu benutzt, um Rohstoffe zu sammeln. Das seht ihr am hinteren Ende von diesem Werkzeug, dass das immer größer wird und dass wir da Rohstoffe sammeln. Und jetzt haben wir etwas gesammelt. Organisches Material, das ist eine Ressource. Sobald man genug davon gesammelt hat, wird daraus etwas. Hier unten können wir etwas herstellen. Wenn wir Gemische haben, die wir noch brauchen, können wir ein Solarmodul aufbauen, was unseren Rucksack hier mit Energie versorgt. Wenn wir genug Lithium hätten, könnten wir eine Batterie bauen, die unseren Energiehaushalt hier vergrößert, also unseren Gesamtspeicher. Aus Gemisch können wir ebenfalls Verbindungen herstellen. Aus Titan können wir einen Tank herstellen. Da bin ich mir noch nicht ganz sicher, was der macht. So viel Titan habe ich noch nicht gefunden bisher. Kupfer für einen Generator. Ich glaube, der sorgt dafür, dass die Energie schneller wieder aufgeladen wird.
Bei Leuchtfeuern bin ich mir auch nicht ganz sicher. Ich denke, das hilft uns einfach nur bei der Orientierung später. Windfahne konnte ich noch keine bauen. Das Solarmodul hilft uns auch, den Energiehaushalt hier ein bisschen zu regeln. So, hier drüben sehen wir so komische Kugeln. Das sind im Prinzip Airbags, wie sie auch von der NASA zum Beispiel benutzt wurden, um Marslander einigermaßen sicher runterzubringen. Und jetzt sind wir von unserer Rettungskapsel gelöst. Solange wir dort sind, werden wir durch die Kapsel mit Sauerstoff, das ist dieser blaue Tank, die blaue Anzeige, und auch mit Energie versorgt. Und sobald wir davon weggehen, verbrauchen wir nach und nach den Sauerstoff. Ihr seht hier rechts, dieser schwarze Teil, der nimmt langsam ab. Oder der schwarze Teil nimmt zu, unser Sauerstoff nimmt ab. Aber wir können im Normalfall Dinge bauen, die im Prinzip eine Verlängerung darstellen, vorausgesetzt, na, im Moment geht das noch nicht. Na schön, dann machen wir uns erstmal so auf die Socken und schauen, was wir finden können. Hier hätten wir einige Gemische. Da haben wir schon ein bisschen was. Ich habe im Trailer gesehen, dass man das Gelände später auch wieder auffüllen kann. Hab das eigentlich bisher auch noch nicht entdecken können im Spiel. Aber wenn man das Gelände dann genauso leicht auffüllen kann, wie man es derzeit entfernt, dann kann man natürlich großartige Strukturen bauen und die Basis im Prinzip erweitern und ähnliches. Außerdem bleibt abzuwarten, ob da zukünftig eventuell, ich weiß nicht, mehr Lebewesen dazukommen, mögliche Gefahren. Das könnte ein ziemlich interessantes Survival-Game werden. Da bin ich mal gespannt. So, jetzt haben wir da die Energie wieder aufgefüllt. Das könnte ein bisschen schneller gehen in Zukunft. Wir basteln uns mal ein Solarmodul aus den Gemischen, die wir gesammelt haben. Das wird automatisch an unseren Rucksack hinzugefügt. Und sollte uns dann helfen, die Energie schneller wieder aufzuladen. Ein Tag-Nacht-Rhythmus haben wir ja bereits, wie ihr sehen könnt. Dementsprechend ist das Solarmodul jetzt gar nicht so schlecht. So, dann wird das nächste Gemisch vollständig. Energie regeneriert sich jetzt etwas schneller. Das passt. Sauerstoff haben wir auch noch genug. Dann schauen wir mal, was wir aus diesem Ding hier rauskriegen. Das können wir greifen und an unseren Rucksack ranpacken. Und da hätten wir ein bisschen Aluminium. Ist mal nicht schlecht, aber jetzt haben wir nur noch ungefähr Hälfte Sauerstoff. Da sollten wir machen, dass wir zurückkommen. Denn ohne Sauerstoff erstickt der Charakter relativ schnell. Dann haben wir noch ein paar Sekunden und dann fallen wir um. Aber das läuft. So, was können wir mit dem Sauerstoff basteln? Titan haben wir nicht. Wir könnten ein Leuchtfeuer bauen oder eine Windfahne. Probieren wir mal die Windfahne aus. Da werden zukünftig garantiert Tipptools und ähnliches hinzugefügt, die dann erklären, was das macht und wie das dann genau funktioniert. Aber ja, im Moment Pre-Alpha ist das auch noch nicht vorhanden. Jetzt schauen wir mal. Kann ich inzwischen irgendwie. Ne, ich kann immer noch keine Verlängerung anbauen. Bei meinem ersten Versuch
Versuch hatte ich die Möglichkeit, im Prinzip Verlängerungen für diese Rettungsleine zu machen, die uns dann weiter mit Sauerstoff und allem Möglichen versorgt. Und so habe ich dann eine Art, ja, Ameisenstraße zu verschiedenen Rohstoffen gebaut und eine Art kleines Netzwerk, wo ich dann immer wieder ablaufen konnte und war währenddessen permanent mit allem Möglichen versorgt. Da können wir also Energie abbauen. Das ist interessant. Aber bevor wir gleich ersticken, erstmal wieder zurück und aufladen. Da hinten haben wir Sauerstoff, das kenne ich schon. Das sollten wir aber noch schaffen mit dem Ankoppeln hier. Läuft. So, da hinten hätten wir, glaube ich, noch eine Menge Gemische. Das mit dem Haar? Jetzt wird's gleich hässlich. Wenn wir in die Kapsel zurückgehen, wird gespeichert. Ich wünschte mir nur, wir könnten jetzt vielleicht die Klappe zumachen. Hier fliegen nämlich eine ganze Menge Brocken durch die Gegend. Das ist mein erster Sturm auf so einem Planeten. Ich finde es fantastisch, wie sich da schon die Botanik hier bewegt und alles animiert ist. Das ist wirklich überraschend gut. Natürlich, die Steine sind im Moment nur 4 Würfel, aber trotzdem schon mal gar nicht so schlecht. So, das ist jetzt natürlich ein bisschen blöd mit dem Sturm. Wir schauen einfach mal. Der ist schon über uns rübergezogen. Hervorragend. Wobei unser Charakter immer noch ein bisschen, ich weiß nicht, von der Bewegung her sah das ein bisschen leidlich aus. Nehmt die Animationen der Sachen jetzt mal noch nicht für voll. Wie gesagt, das Spiel ist noch in der Bearbeitung und da wird garantiert noch dran gearbeitet und verbessert. So, mal sehen, ob wir die großen Pflanzen irgendwie abbauen können. Vielleicht gelten die als eine Art Baum und wir können daraus das Harz gewinnen, das wir brauchen, um unsere Basis zu erweitern. Das ist auf jeden Fall eine Menge organisches Zeug. Okay, unser Rucksack ist ziemlich voll, dementsprechend kann ich das gerade nicht an den Rucksack ranpacken. Das tragen wir gleich zurück. Jetzt holen wir uns erstmal noch ein bisschen Sauerstoff. Und dann bringen wir das Zeug mal zurück und dann müssen wir dringend noch ein paar Sachen basteln, um unser Inventar leer zu machen. Bisschen zumindest. Okay, was bauen wir? Wir haben eine Menge Energie. Gemische. Na gut, mit den Gemischen können wir ein bisschen was basteln. Wir können zum Beispiel Verbindungen herstellen, wo ich im Moment noch nicht so richtig weiß, wofür wir sie brauchen, aber aus den Verbindungen können wir dann später garantiert aufwendigere Dinge herstellen.
Verbindung platzieren. Jetzt funktioniert das auch. Hervorragend. Ja, damit können wir jetzt diese Verbindungen hier aufbauen. Die halten uns dann quasi eben in Verbindung mit dem Mutterschiff. Und jetzt dämmert es mir gerade, das sind die Verbindungen, die wir da hergestellt haben. Fantastisch. Das heißt, mit den Gemischen können wir diese Ameisenpfade basteln, die ich erwähnt hatte. Super, wie viele Verbindungen? Wir haben jetzt zwei Stück gebaut. Wie viele können wir damit dann tatsächlich hier hinstellen? Das ermöglicht es uns dann natürlich immer weiter und weiter weg von unserer Rettungskapsel zu gehen. Immer mehr zu erkunden und entsprechend Rohstoffe zu sammeln und uns weiter zu verbessern. Das könnte im Multiplayer eventuell auch mal richtig interessant werden, das Spiel. Das sind eine ganze Menge Verbindungen dafür, dass wir nur zwei hergestellt haben. Okay, ich dachte, dieses Ding könnte eventuell ein bisschen was beinhalten, aber es scheint so, als könnte ich das hier selbst noch nicht abbauen wirklich, sondern wirklich nur die Landschaft verändern. Das ist auf jeden Fall viel größer, als ich dachte. Wow. Na gut, gehen wir mal zurück zum Schiff. Das Leuchtfeuer haben wir auch installiert. Damit könnten wir also wichtige Punkte für uns markieren. Ich meine, Sauerstoff- und Energievorkommen, die sind schon vom Spiel aus markiert. Aber wenn wir irgendwas Interessantes finden, damit wir das später wiederfinden, weil im Moment gibt es noch keine Karten oder irgendwas, da wären dann diese Leuchtfeuer wirklich nützlich. Die Frage im Moment für mich ist, wie mache ich das mit der Forschung? Wie kriege ich raus, was das für ein Teil ist? Ich kann es bisher nicht ins Inventar packen. Eigentlich nicht sehr clever, unbekannte Dinge bis zur Basis zu bringen, wenn das jetzt explodiert und hier alles zum Teufel geht. Dann habe ich es geschafft. Ja, noch eine Kleinigkeit, die ich erst noch erforschen oder erlernen muss. Wie man solche unbekannten Dinge genauer analysiert. So, das Leuchtfeuer haben wir jetzt wieder im Inventar. Das heißt, das könnten wir dann irgendwo platzieren, wo wir es brauchen. Ich meine, unsere Basis ist ja deutlich sichtbar, auch aus größeren Entfernungen. Okay, und als nächstes würde es dann dahin gehen, dass wir zum einen rausfinden, was das für ein Teil ist und uns die eine oder andere Richtung ausgucken, in die wir uns dann vielleicht bewegen sollten. Hier hinten sieht es zum Beispiel aus, als hätten wir jede Menge Rohstoffe. Das könnte man sich als nächstes anschauen. Aber ich glaube, das wäre zu viel für heute, den ganzen Planeten anzugucken oder da noch große Ausflüge zu machen. Ich würde sagen, für heute lassen wir das mal gut sein. Und beim nächsten Mal, wenn wir uns Astronia anschauen,
Schauen wir mal, was neu dazugekommen ist und wie die einzelnen Sachen so alle funktionieren. Wie gesagt, tut mir leid, ist ein etwas kürzeres Video, aber ich denke, die Gründe sind einigermaßen verständlich. Dann wünsche ich euch noch ein wundervolles Weihnachtsfest und ja, viel Spaß bei Astronia, solltet ihr euch das auch zulegen wollen. Bis zum nächsten Mal, macht's gut, haltet die Ohren steif, ciao Freunde!